Lasst uns bei der Realität bleiben und bei dem bleiben, was wir wirklich sind. Und er sah, wie einen Hebräer einen seiner Brüder schlug. Und er schaute nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch zugegen war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Also Moses war ein gewalttätiger Mensch. Er war bereit, mit eigenen Händen zu erschlagen. Das müssen Sie wissen, denn wir reden von seinem Charakter. Er war stark und wir wissen von anderen Stellen, dass er sehr jähzornig war. Er ging hinaus von Pharao in einem grimmigen Zorn, heißt das. In einem grimmigen Zorn. Und am Ende seines Lebens lesen wir noch etwas anderes. Es war kein Mensch auf Erden, der so sanftmütig war wie Moses. Denken Sie, was Gott mit ihm getan hat. Jetzt wollen wir erleben, wie Gott aus dem jähzornigen, starken Mann, der nach rechts und links guckte, überlegt. Er tat nichts in seinem Zorn, was unüberlegt war, aber zornig war er. Und als er sah, dass niemand da war, da erwürgte er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Er war schon groß, beinahe 40 Jahre alt, als er das tat. Ja, und als er am nächsten Tag wieder hinausging, zankten gerade zwei Hebräer miteinander und er sprach zu dem, der in Unrecht war, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber erwiderte, wer hat dich zum obersten Richter über uns gesetzt? Fast ein prophetisches Wort, denn er war zum obersten Richter der Hebräer gesetzt, aber noch nicht, weil er noch nicht charakterlich erzogen war, worden war. Der aber erwiderte, wer hat dich zum obersten Richter über uns gesetzt? Gedenkst du, mich auch zu töten, wie du den Ägypter gestern getötet hast? Da fürchtete sich Moses, denn er dachte wahrhaftig, die Sache ist ruchbar geworden. Und der Pharao hörte von der Sache tatsächlich. Und er trachtete danach, Moses zu töten, den adoptierten Sohn seiner Tochter, der Hebräer war, er trachtete nach ihm zu töten. Aber Moses floh vor dem Pharao und nahm Aufenthalt im Lande Midian. Und da setzte er sich an einen Brunnen. Jetzt sehen Sie, wie der Mann, der die Universitätsbildung hatte, von dem ganzen Land Ägypten, der verwechselt wurde später in seinem Leben mit einem Ägypter, seine Frau hat ihn mit einem Ägypter verwechselt, als er die Bildung hatte von den Ägyptern, dass dieser Mann 40 Jahre als Fürst ungebändig groß geworden ist, der muss jetzt fliehen. Seine ganze Welt, seine Karriere in Pharaos Palast war kaputt, weil er ein Mörder war. Er war ein Mörder. Und er hat es versteckt, indem er den Ermordeten verscharrte im Sand. Und da muss er, der den ganzen Palast unter sich hatte, er musste im Lande Midian sein, ganz allein. Und er setzte sich in der tiefsten Depression an einem Brunnen. Der große Moses, der Fürst, ist depressiv. Denken Sie, dass Depression oft berechtigt ist und ist oft ein Zeichen von Intelligenz. Moses war intelligent. Aber hier saß er am Ende seiner Karriere, 40 Jahre alt. Wenn Sie depressiv sind, dann müssen Sie sich freuen, denn da sind Sie wahrscheinlich intelligent. Sehr, sehr wichtig, dass man das erkennt. Ich mache hier fertig, denn wir wollen heute Abend nicht zu spät werden. Er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester der Midianiter 7 Töchter. Und die kamen, die schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Und da kamen die Hirten und jagten sie, die Töchter, die 7, weg.
Aber Moses erhob sich tief in seine Depression dort in der Einöde und er half ihnen und tränkte ihre Schafe. Hier ist der Mann mitten in seiner Depression und Einsamkeit. Seine Eltern sind weg. Das Land, wo er großgezogen worden war, ist weg. Der Palast ist weg. Und er sitzt da tief in Depression und sieht, dass jemandem Unrecht geschieht. Die 7 Töchter werden weggetrieben. Obwohl es ihm so schlecht ging, stand er auf und half den Mädchen. Wenn es Ihnen schlecht geht, kann ich Ihnen nur einen guten Rat geben. Gucken Sie sich mal um und sehen Sie, wo jemand Unrecht leidet. Und da helfen Sie. Er war ritterlich. Ein Fürst mit allen Manieren. Aber vor lauter Depression ließ er diese Ritterlichkeit nicht fahren. Sondern er stand auf und vertrieb, er war stark. Er wurde mit all diesen Hirten fertig, allein. Ein ganz, ganz starker Mann. Und er war jetzt auch nicht genug. Er hätte sie alle ermorden können wahrscheinlich. Aber das hat er nicht getan. Er trieb sie weg. Und dann, aber hören Sie mal zu, hier ist ein schönes Wort. Er tat das, was kein Fürst tut. Er holte Wasser. Die dienstbarste Arbeit, die es gab. Die niedrigste Arbeit. Das haben nur die Diener gemacht. Und der Fürst Gottes ist bereit, die dienstbarste Arbeit zu tun. Die niedrigste Arbeit. Und er rettet die Mädchen. Und dann kommt er, die Mädchen wahrscheinlich verdattert waren, nicht wahr, über all das, was geschehen war. Und dann füllt er die Tränkrinnen wieder auf und hilft ihnen, ihre Schafe zu tränken. Die Mädchen dann, als sie nun zu ihrem Vater Reguel heimkamen, sprach er, warum kommt ihr heute so bald heim? Sie antworteten, ein Ägypter hat uns gegen die Hirten gerufen. Sie verwechseln Moses mit dem Ägypter, nicht wahr? So ist seine Kultur gewesen. Hat uns gegen die Hirten geholfen. Ja, sagten sie, das Merkwürdige ist, dass dieser stolze Ägypter, er hat uns sogar Wasser geschöpft. Und die Schafe getränkt. Die Mädchen waren auch erstaunt, dass so ein hochgewachsener Fürst das tun würde. Hat er getan. Sie sehen, wie Gott anfängt, den Fürsten zu demütigen und ihn dadurch zu erziehen. Das ist seine Methode. Da sprach Reguel zu seinen 7 Töchtern, wo ist er denn? Hast du so einen Mann gesehen, einen Ägypter, der das tut? Wo ist er denn? Warum habt ihr, wo habt ihr den Mann dort gelassen? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns esse wenigstens. Seid ihr so dumm, dass ihr dort am Brunnen allein sitzt und wir essen und er nicht? Ruft ihn. Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und dieser gab dem Mose seine Tochter Zippora. Nun, bedenken Sie, was das bedeutet. Er wurde Hirte in der Wüste. Stellen Sie vor, die hohe Karriere in der Wüste wird ausgetauscht mit dem Dienst eines Hirten in der Wüste. So macht das Gott, um einen Mann vorzubereiten, für den er besondere Pläne hat. So tut er es. Können Sie mir sagen, und dies ist fast das letzte Wort, können Sie mir sagen, wo das geschehen ist mit unserem Heiland? Der Heiland, obwohl er der Sohn Gottes war, lernte an den Dingen, die er litt, gehorsam. Und Moses leidet hier. Und lernt Gehorsam. Niemand ist fähig, ein Fürst Gottes zu werden, als Sohn Gottes. Erstens ohne die Erlösung durch das Blut Jesu, dass wir Kinder Gottes werden. Aber zweitens, dass wir durch das, was wir leiden, Gehorsam gegen Gottes Wort lernen.
Das ist der Zweck von sehr vielen Leiden, die über uns kommen, dass Gott uns durch Gehorsam seinem Wort gegenüber dazu erziehen will, das auf das Wort hin zu tun, was er sagt, und so lernen wir Gehorsam. Das musste Moses lernen.